Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir befinden uns hier immer noch auf dem Testserver von Season 4, dem PTR. Und heute geht es komplett um die Höllenflut, weil ich finde, das hat nochmal ein eigenes Video verdient. Vor allen Dingen, weil ich in der Vergangenheit zwei, drei Videos gemacht habe, wie bodenlos schlecht ich die Höllenflut fand. Und ich habe es in den letzten paar Videos schon gesagt, ich finde, die Höllenflut ist so der heimliche Gewinner dieses Updates und diesen PTRs. Hier wurden Änderungen vorgenommen, die unfassbar nice sind und die möchte ich heute einmal mit euch zusammen durchgehen. Ich werde währenddessen versuchen, einfach ein bisschen durch die Höllenflut zu gehen. Ich denke, hier könnt ihr einfach anhand des Gameplays schon sehen, was sich extrem geändert hat. Es sind viel, viel mehr Gegner. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun und Loot zu bekommen und überhaupt auch Gegner zu bekämpfen. Ihr werdet oben schon sehen, direkt neben der Karte gibt es so eine kleine Anzeige. Diese wird gefüllt, indem ihr Gegner besiegt. Hier sehen wir schon mal einen neuen Gegner, der Gegner ausspuckt und der einfach random in der Welt rauskommt. Allgemein, ich glaube, das fällt auch sofort auf, gibt es viel mehr Gegner, als es früher der Fall war. Das sieht man, glaube ich, schon nach den ersten 2 Sekunden. Zusätzlich gibt es in der Höllenflut immer auch die Möglichkeit, grausige Gaben zu sammeln. Davon mache ich gerade übrigens auch eine. Das seht ihr auch hier oben. Bedeutet, ihr könnt in der Höllenflut zusätzlich auch noch grausige Gaben finden. Ihr habt hier die Möglichkeit, sowas wie einen Siphon zu finden. Wenn ich gleich einen finde, springen wir da einmal hin. In diesem Siphon ist es ähnlich wie auch in der Bluternte, dass, wenn ihr dort drinnen stehen bleibt, immer mehr Gegner kommen und die ihr besiegen könnt, ohne dass ihr euch bewegen müsst und die natürlich auch Glut fallen lassen. Also auch extrem geil. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, einen Endboss heraufzubeschwören. Das ist die Währung, die ihr oben rechts, also neben der Glut seht. Davon braucht ihr 3, um so einen Boss zu beschwören. Da können wir gleich auch einmal hingehen. Der ist extrem schwer und kann euch auch unter Umständen besiegen. Und vergesst nicht, wenn ihr in der Höllenflut besiegt werdet, verliert ihr die Hälfte eurer Glut. Bedeutet auch ein eventuell High-Risk, High-Reward-Ding. Sollte man sich auf jeden Fall zweimal überlegen, ob man diesen Boss herausfordern will. Der gibt allerdings sehr viel Erfahrung und guten Loot und natürlich auch wieder Glut. Ich glaube, man sieht, was hier abgeht, oder? Wie viele Elite-Gegner es hier sind, wie viele Gegner an sich hier sind und wie unfassbar anders das ist, als es noch damals war, vor der End. Also das ist nicht wiederzuerkennen, was hier an Gegnermassen sind, was hier abgeht, was hier an Loot fällt und wie viele Gegner hier sind. Ich hatte mal ein Höllenflut-Video gemacht, wie man am besten, hier ist übrigens so ein Höllenblüter, gemacht, wie man am besten Blut sammelt. Das hat sich um 180 Grad gedreht, weil es ist exquisites Blut, lässt übrigens fallen, sehr geil. Das hat sich um 180 Grad gedreht, weil jetzt einfach die Taktik ist, lauf halt rum und besieg alle möglichen Gegner. Es ist wirklich nicht wiederzuerkennen, was hier abgeht. So, und hier ist dieser Endboss, den ich meinte. Dieser Boss, also was hier an Gegnermassen sind, ich komme schon wieder nicht drauf klar. Diesen Boss, den ihr heraufbeschwören könnt mit diesen Items. Ja, also was hier an Gegnermasse. Ich komme echt nicht drauf klar für mich, also dass ich mal sage, dass die Höllenflut geil ist. Aber ja, hier könnt ihr die einsetzen und diesen Boss heraufbeschwören. Es kann sein, dass ich sterbe, weil der wirklich schwer ist. Ich werde es aber, um es euch einmal zu zeigen, einmal hier machen. Also ihr habt ganz normal wie damals bei dem Yoda in der Bluternte erstmal natürlich viele Gegner und am Ende und dann kommt auch noch ein Boss, den ihr besiegen könnt, der auch immer extrem stark ist. Wir haben die Vermutung, dass der mit mehr Leuten hier auch stärker wird. Das bedeutet, wenn man mehreren Leuten hier ist, oh, ein Unique, das ist geil, wird der auch schwerer. Und ja, also ich glaube, die Bilder sagen mehr als 1000 Worte, was hier abgeht. Leute, wir sind in der Höllenflut. Das ist hier nicht die Bluternte aus Season 2, das ist die Höllenflut. Ich weiß jetzt schon, übrigens, das habe ich ganz vergessen zu sagen, die Höllenflut ist schon auf Weltstufe 1 spielbar. Ihr könnt aber mal ganz sicher sein, dass ich, also ich glaube, bis ich Level 100 bin, nur in der Höllenflut sein werde. Ich werde, also das macht mir so viel Spaß. Was sind hier an Gegnermasse? Es ist nicht wiederzuerkennen, was hier in der, oh, da ist der Gegner übrigens, was hier in der Höllenflut abgeht. Unglaublich, ja, und der ist wirklich auch, das sieht vielleicht nicht so aus, aber der ist wirklich gefährlich.
Lasst euch nicht von dem treffen und versucht den so schnell wie möglich zu besiegen. Der ist wirklich stark. Obwohl wir hier mit 3 Leuten seht, oder sogar 4 Leuten oder 5 Leuten, der ist hart. Also der macht mir auch echt viel Schaden mit seinen normalen Standardattacken. Ich werde hier auch echt auf Nummer sicher gehen, damit ich nicht sterbe, weil wenn man stirbt, verliert man die Hälfte seiner Glut. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist so eine kleine Version von Lilith, aber der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Jetzt muss ich also gerade auch mal ein bisschen konzentraten, damit ich hier nicht drauf gehe. Deswegen schön Abstand halten. Hier die normalen Bosse, die können nichts, aber der große, der tut natürlich weh. Oh oh. Kurz gucken, okay, Heilung habe ich noch genug. Alles gut, alles gut. Guck, hier sind schon 2 gestorben. Das tut weh, wenn dann die Glut weg ist. Und jetzt geht er natürlich nur auf mich. Seht ihr, wie viele Sachen hier rumfliegen? Da muss man wirklich, oh mein Gott, wirklich aufpassen. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden ich bekommen habe? Und ich habe wirklich viele Rüstungen. 20.000 Leben. Da muss man wirklich sehr aufpassen. Und jetzt ist er down. Also, der ist wirklich gefährlich, aber gibt natürlich extrem viel Loot. Unter anderem exquisites Blut. Sehr, sehr nice. Und den könnte man natürlich auch immer wieder herausfordern, so ein bisschen wie den Yoda damals. Sehr, sehr cool. Ich kann euch gerade gar nicht genau sagen, woher man die Währung bekommt, die oben rechts neben der Glut ist. Ich denke aber, dass die einfach in der Höllenflut verfügbar ist. Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare an die Profis, die wissen, wo man diese Währung herbekommt. Und ja, jetzt würde ich euch gerne noch einmal den Siphon zeigen. Den fand ich nämlich auch sehr cool. Und ansonsten sind wir eigentlich mit der Höllenflut soweit durch. Ich mache nochmal eine Kiste auf, damit ihr auch mal seht, was in so einer Kiste abgeht. Da hat sich ehrlich gesagt nicht viel geändert. Die lebende Stahltruhe gibt immer noch 5 Stahl mit einer Möglichkeit auf 10 Stahl. Aber sonst hat sich da nicht groß was geändert. Die werde ich mal eben suchen, dann gehen wir da einmal hin. Die wird jetzt natürlich auf der Karte angezeigt. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das nicht sowieso auch aktuell schon der Fall ist. Aber ja, keine Third-Party-Karte mehr offen haben müssen, um zu wissen, wo die Truhen sind. Die werden jetzt einfach angezeigt. Gibt auch pro Höllenflut immer nur eine. Also beziehungsweise 2, 3, je nach Gebiet. Da gehen wir jetzt einmal hin. Und ja, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was ihr zur Höllenflut sagt. Es ist wirklich unfassbar nice. Und wenn man sich vorstellt, das Ganze vielleicht mit 4 Leuten, wo man oben diese Bar auch die ganze Zeit aufmacht, finde ich sehr, sehr geil und ich habe richtig Bock auf diese Höllenflut und hier zu farmen. Ich gucke gleich durch den Judik Ring an, darf ich nicht vergessen. Wollt ihr bestimmt auch wissen, was das für ein Ring ist. Sind ja auch neue Items im Spiel mit drin. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu jetzt in kurzer Zeit schon ein Video zu machen werde, weil da würde ich natürlich gerne richtig schönes Bildmaterial zu zeigen. Und da habe ich leider noch nicht alle. So, wir machen jetzt hier einmal die lebende Stahltruhe auf. 5 lebender Stahl, Obolusse. Ja. Und natürlich auch wieder Gegner und nochmal lebender Stahl von einem Gegner. Und ja, und hier ist auch ein Siphon. So sieht das aus, so ein Zeichen da oben. Da gibt es verschiedene Versionen. Wir haben jetzt hier so eine Version, die euch ständig Leben abzieht, aber da gibt es auch noch andere Versionen von. Und ja, ist wie damals der Siphon in der Bluternte. Es kommen immer mehr Gegner und der Siphon wird immer stärker. Und ganz am Ende gibt es nochmal Bosse. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, bis zum Ende durchzukommen, weil der echt stark ist und ich bei weitem noch nicht maxed out bin. Aber ja, ich versuche mal so weit zu kommen, wie es mir aktuell möglich ist. Es gibt bestimmt auch noch Kleinigkeiten, die ich vergessen habe zu erwähnen, weil es wirklich umfangreich ist, was die in der Höllenflut geändert haben. Aber ich glaube einfach, dass ihr wisst, dass die Höllenflut jetzt nicht mehr wiederzuerkennen ist. Also ich muss nur sagen, guckt euch die Gegnermassen hier an. In so einem Siphon. Wir sind in der Höllenflut, ich muss das immer wieder dazu sagen. Was hier abgeht, ist wirklich erstaunlich. Und richtig, richtig spaßig. Ich muss mich gerade ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe. Seht ihr, wie viele Elite-Gegner hier sind? Es ist unglaublich. Ja,
Ja, jetzt zieht es mir schon viel ab. Ich muss hier gleich raus, glaube ich. Ich habe auch keine Heilung mehr. Jetzt muss ich raus. Ja, raus hier. Schade, ich schaff's immer noch nicht bis zum Ende. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende vielleicht nochmal starke Gegner kommen oder so. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr das wisst. Oh ja, guck mal hier, so ein Höllenblüter. Der gibt auch wieder explodiertes Blut. Oh, ich habe keine Heilung. Perfekt. Oh, was ist los? Was ist los? Geht mein Controller nicht mehr? Hallo? Hallo? Mein Controller ist aus! Ja, RIP würde ich sagen. Und bevor ich jetzt hier mit Maus und Tastatur weiterspiele, Leute, das ist so im Großen und Ganzen alles, was es zur Höllenflut zu sagen gibt. Und als Fazit zum Schluss, Höllenflut ist wirklich jetzt endlich mal eine Höllenflut. Es ist eine Flut, es ist in der Hölle, es ist unfassbar geil und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wer jetzt noch sagt, die Höllenflut ist nicht unfassbar nice und ein richtig geiler Content im Game, den kann ich auch nicht mehr helfen. Sehr, sehr, sehr cool. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich sehr drüber freuen. Lasst ein Like und ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wird demnächst noch ein Video geben zum Schmied und anderen Sachen hier aus dem PTA und zu Season 4. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Kleine Ergänzung, weil ich es vergessen habe. Ich habe übrigens Zenith des Jägers gefunden in der Höllenflut, für die Leute, die das noch wissen wollten. Ich weiß doch, dass ihr da auch so neugierig seid wie ich.